In Kuta machen die Australier ihren Partyurlaub. Australien liegt nur 2-3 Flugstunden vom Bali entfernt. Was für uns Mallorca ist, ist für die Australier Kuta. Also wenn ihr hier junge Leute habt, die mal nicht nach Ibiza, nach Mykonos, nach Bulgarien wollen, die ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, schickt die nach Kuta, da ist Party ohne Ende. Also da ist wirklich was los und auf keinen Fall ein älteres Ehepaar, was nach Bali möchte und sich erholen will, nach Kuta schickt. Da laufen die Australier mit Bierkästen am Strand lang und machen da Tag und Nacht Party. Ne? Yoga und Meditation. Bali ist eine sehr spirituelle Insel. Es gibt überall Yoga-Lehrer, alle meditieren und machen. Und das ist ja auch bekannt, das kann man da gut machen. Reisterrassen, Wälder.